Westurk für Dybelka. Dybelka. Dybelka versucht es mit dem Bauerntrick, aber Mechel macht das kurze Eck zu. Trendl, Trendl mit der Rückhand, 1:0. 1:0, 7 Minuten gespielt. Feine Einzelleistung von Trendl. Bereits sein viertes Tor gegen den EC Bad Tölz. Für ihn persönlich Saisontreffer Nummer 18. Sie machen viel Druck und dann feine Einzelleistung. Da machen sie dann das Zentrum kurz auf. In der Mitte ist dann Platz da und Trendl mit der Rückhand zum 1:0. Die Führung geht in Ordnung. Der SC Rissersee mit mehr Spielanteilen, auch mit den besseren Chancen bisher. Gedacht für Vico. Jetzt das Umschaltspiel, da muss der Backcheck gut kommen bei den Tölzern. Und das 2:0. Beck, da schien die Chance schon weg zu sein. War ein guter Gedanke zuvor, der Pass auf Oakley. Und dann schien die Sache schon gelaufen zu sein. Aber Beck kommt dann doch noch einmal hier. Für Oakley gedacht und dann fast auf Höhe der Torlinie Beck. Und da ist das kurze Eck offen. Und dann kann Mechel nicht schnell genug mit dem Schoner das Eck schließen. Und damit geht der SC Rissersee mit 2:0 in Führung. Die Hälfte des ersten Drittels ist bereits vorbei. Johansson. Vollmer hält die Blaue. Reiter. Und die Chance für Beck. 3:0. Sie bestrafen fast jeden Fehler gnadenlos, die Rissersee. Beck mit dem zweiten Treffer am heutigen Abend. Hier der Fehler. Und dann Beck ganz alleine gelassen. Läuft praktisch wie im Penalty auf Mechel zu für Beck. Treffer Nummer 6 in dieser Saison, der erst verspätet in die Saison gestartet war, erst 15 Spiele absolviert hat nach seinem Kreuzbandriss. Und jetzt gibt's Auszeit. Dieses Mal früher schon. Beim ersten Duell hat Rick Böhm erst nach dem 5:0 Auszeit genommen. Heute macht er das früher. Scheibe bleibt beim SCR. Müller geht wieder auf seine rechte Seite. Johansson. Oh, sehr schön gespielt. Sehr schön gespielt. Rindl macht das 4:0. Da haben sich die Tölzer sehr konzentriert, dass Müller und Johansson nicht zum Abschluss kommen. Und dann ist das ein wunderbarer Spielzug durchs Loch hindurch auf Trindl. Und Trindl mit seinem zweiten Treffer heute Abend, sein 19. insgesamt und zum 6. Mal in Überzahl. Wunderbar gespielt. Beck, der hier im Slot steht. Und dann kommt der Pass quer durch das Slot. Tim Richter opfert sich und geht raus. Der Flügelstürmer von der vierten Reihe. Die Tölzer Löwen werden in Überzahl und wieder schlägt's zu in Unterzahl. Ach, es läuft einfach alles schief. Trindl mit dem dritten Treffer und das ist ein Shorthander.
Und da haben sie viel Zeit. Und die Tölzer lassen gewähren, lassen die drei Risseseher da nach vorne laufen. Und Trindl nutzt das. Und das ist dann die Vorentscheidung in diesem Spiel. Jetzt mit Sicherheit. Rimbeck entschlossener. Cornelli. Schlager. Cornelli. Aber schon wieder gegen drei Risseseher. Eder. Und der legt den Tölzern diesen Treffer jetzt mustergültig auf. Das war wieder unnötig und damit nimmt er Kevin Reich die Chance, ein Shutout zu machen. Und Jean-Jacques darf sich freuen. Hier war alles schon erledigt und dann Jean-Jacques den ersten Schuss kann Reich noch parieren, nicht aber mehr den Nachschuss. Ärgerlich. Ärgerlich. Aussicht von Kevin Reich. Jean-Jacques jubelt, könnte aber durchaus auch ein Risseseher zuletzt dran gewesen sein, wie dem auch sei. Tölz ist der erste Treffer gelungen. Die Tölzer Löwen haben Moral bewiesen, haben sich nicht aufgegeben und führen immer noch mit 1:0 in diesem Schlussdrittel. Das vielleicht das Positive. Ansonsten war der SC Rissersee das bessere Team. Der Sieg, der geht in Ordnung, auch in dieser Höhe. Oh ja, ja, es gibt noch einen. 6:1 und das 14 Sekunden vor Ende des Spieles. Die Belka schreibt jetzt doch noch an. 12. Saisontreffer. Aber da haben sie Katz und Maus gespielt. Viele Anspielstationen und das macht er dann wirklich im Stile eines Klassemannes. Mechel ohne Chance. Der SC Rissersee führt dank die Belka mit 6:1. Die letzten 10 Sekunden laufen herunter. Und damit haben die Risseseer den alten Spielstand wiederhergestellt. Ja, eher entschuldigen müssen sie sich bei Kevin Reich, denn der hat heute so gespielt, dass er sich einen Shutout verdient hätte, hat er aber nicht. Aber der SC Rissersee, klarer Sieger im 236. Lokalderby mit 6:1 siegen sie. Sie wackelten nur einmal ganz kurz, aber Weihnachten steht ja vor der Tür. Thank you.